Hallo, liebe Freunde und Zuschauer von TV Rheinterrasse. Corona macht auch vor den Bodenheimer Festivitäten nicht Halt und wir müssen leider viele unserer Feste überdenken, absagen oder verschieben. Was sich momentan genau zuträgt in Bodenheim, das möchte ich diskutieren mit unserem Hauptveranstalter, unserer Hauptveranstaltung, unserem Bodenheimer St. Alban's Fest. Und bei mir ist der erste Vorsitzende, einer der ersten Vorsitzenden, Ingo Hers. Es gibt ja zwei, ganz wichtig zu erwähnen. Und wir wollen mal so chronologisch ein bisschen vorgehen und einfach mal gucken, welche Feste gerade zur Disposition stehen. Ich glaube, Picknick im Park, das wäre jetzt am Sonntag gewesen. Wie sieht es damit aus? Also Picknick am Park haben wir schon abgesagt, vor 2, 3, 4 Wochen schon. Und einigen von unseren Leuten ist dann, Vorstandsmitgliedern ist dann eine tolle Idee gekommen. Wir machen die Weinkiste to go. Das heißt also, man kann sich nach Hause liefern lassen eine Weinkiste. Da sind 6 Sorten Wein drin. Wir haben 3 verschiedene Varianten uns einfallen lassen. Einmal eine Kiste mit nur trockenem Wein, einmal eine Kiste nur mit halbtrockenem Wein und einmal eine Mixkiste, wo jeweils 6 Flaschen drin sind. Rebsorten und die Lieferantin jetzt aufzuzählen wäre zu viel, weil in jeder Kiste sind von 6 Winzern jeweils eine Flasche drin. Die ist ab jetzt buchbar. Man kann das über unser Büro in der Touristinfo bestellen. Kostet 35 Euro in der Verbandsgemeinde. Wir fahren sie dann ab Wochenende zu Ihnen persönlich nach Hause. Das heißt also, Sie können dann am Wochenende gemütlich ein Weinpicknick machen, so wie wir es auch gemacht hätten, eben halt nicht in Dolles, sondern zu Hause. Zu Hause, das heißt, man könnte sich natürlich auch digital ein bisschen zusammentun, kleine Skype-Konferenz und gegenseitig zuposten, also praktisch auch wie ein Online-Weinseminar sozusagen durchführen. Genau. Also man kann ja seine ganzen Freunde anrufen und dann sagen, pass mal auf, ihr bestellt euch auch eine Kiste und dann beschließen wir nachher, welcher Wein uns am allerbesten geschmeckt hat. Das wäre eine Variante. Man kann auch über den Zaun mit dem Nachbarn sich zuprosten. Das werden wir machen mit unseren lieben Nachbarn. Das machen wir öfters mal, dass wir da stehen und dann Wein zusammen trinken, jetzt in der Corona-Zeit. Weil sonst hat man ja überhaupt gar keine Ansprache mehr. Sonst trifft man ja überhaupt gar keinen Menschen mehr. Dann wären wir ja total isoliert. So, jetzt haben die Bayern heute das Oktoberfest abgesagt und das ist eine Großveranstaltung, gut nicht zu vergleichen, das ist das größte auf der ganzen Welt. Aber für uns Bodenheimer bedeutet das dann auch, dass unser St. Albans Fest zur Disposition steht. Wie ist da der aktuelle Stand, Ingo? Ja, mit Datum von gestern haben wir nun definitiv das St. Albans Fest absagen müssen. Die warum, wieso, weshalb braucht man, glaube ich, nicht mehr zu erklären, das weiß jeder. Wir mussten es absagen, weil wir auch unsere Varianten, die wir uns haben einfallen lassen, nicht durchführbar sind. Wir sind nicht in der Lage, so kontrolliert Menschen zu- und abgehen zu lassen, dass da nur eine bestimmte Anzahl dabei ist. Es hat auch keinen Sinn, jetzt weiter zu planen oder so zu tun, es könnte doch noch stattfinden. Man muss irgendwann einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, die Entscheidung ist gefällt, die wurde gefällt, diese Entscheidung, die haben wir nicht gemacht. Es ist das allererste Mal, dass das Albansfest überhaupt ausfällt in 46 Jahren, was uns natürlich noch mehr betrübt. Es ist wirklich klasse und wir sind sehr traurig und ja, und wir müssen jetzt einfach gucken, wie es da weitergeht. Ja, ich meine, was will man machen? Corona gibt die Gesetze vor, wir müssen uns dran halten. Die Bundesregierung hat klare Vorgaben auch gemacht. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich wieder stattfinden und vielleicht können wir eine Sonderveranstaltung machen und ein zweites Fest noch draufsetzen, wer weiß. Also das ist ja ambitioniert. Da wir sehr genau wissen, was das für eine Arbeit ist, was das für ein Aufwand ist, bis wir die ganzen Bands und so weiter zusammen haben. An dem Montagabend, an dem Dienstagabend, wenn wir abgebaut haben, nach dem Albansfest, fängt eigentlich direkt die Planung für das nächste Jahr an. Da reden wir mit den Bands schon und sagen denen, wir könnten uns vorstellen, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Wir reden auch mit den ganzen anderen Marktbeschickern. Die ganzen Weinstände fragen wir gleich an, wie sieht es aus, macht ihr ja wieder mit und so, damit wir einfach eine Planungssicherheit haben, damit das nicht erst alles 4 Wochen vorher passiert. Ja, das nächste Fest, das wahrscheinlich ausfallen wird, ist dann Kultur im Park. Da hatten wir ja auch zusammen mit euch geplant zusammen. Und ja, das würden wir dann natürlich gerne auch nachholen wollen im nächsten Jahr. Da müssen wir mal gucken. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man ja irgendwas kombinieren miteinander. Wir tun uns da mal alle zusammen und stecken dann im nächsten Jahr mal die Köpfe zusammen, was noch so geht. Gut, was danach käme, wäre der Weinleerfahrt. Was ist denn mit dem?
Also der ist ja noch ganz weit weg. Da müssen wir erst mal schauen, wie die Regierung sich da in Zukunft positioniert. Mal schauen, ob dann Feste ab einer bestimmten Größe wieder zugelassen werden. Es ist ein Outdoor-Fest. Es findet ja auf einer gewissen Strecke statt. Es sind ja nur in einer gewissen Zeit auch. Wir machen ja nicht tageweise, sondern das sind ja nur ein paar Stunden. Der Aufwand ist ja auch durchaus erträglich. Wir werden das entscheiden. Ich denke mal, so 4 Wochen vorher werden wir uns wieder zusammensetzen oder zusammen telefonieren heutzutage und entscheiden, was wir machen. Da will ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Weder ja, noch hopp, noch das Ding ist tot. Gar nichts. Erstmal weiter planen. Wir planen weiter. Das hört sich ja schon mal gut an. Zumal Top 3 ist ja dann auch betroffen. Die Cap ist betroffen. Ja. Das ist ja im Grunde genommen in dem Zusammenhang zieht sich das ganze Jahr hin. Ja, also liebe Zuschauer, ihr seht, in Bodenheim ist es so wie überall. Wir planen auch von Tag zu Tag. Wir warten auf den 4. Mai, auf die nächste Entscheidung, auf die Entscheidung, was eine Großveranstaltung ist. Vielleicht dürfen wir kleinere Veranstaltungen machen. Dann wäre vielleicht so ein Picknick im Park wieder nachzuholen. Wer weiß das schon? Vielleicht haben wir ja auch gutes Wetter im Spätherbst. Und schauen wir einfach mal, was bis dahin passiert. Ihr habt gesehen, wir sitzen in einem gewissen Sicherheitsabstand. Das Mikro haben wir uns hin und her gegeben. Wir werden uns jetzt die Hände waschen gehen und desinfizieren und wünschen euch allen, bleibt gesund.